Der Schweden und Gastgeber Deutschland. Die Schweden eigentlich hier favorisiert, aber sie sind ohne ihren Besten, ohne Jan-Ove Waldner hier angetreten, weil dieser Rückenschmerzen hat. Also eigentlich eine gute Möglichkeit für die Deutschen, die Bilanz, die seit den letzten Spielen 3:1 für die Schweden heißt, etwas aufzubessern. Wir freuen uns also auf spannende Spiele. Hier zunächst einmal die Aufstellung der beiden Mannschaften. Die Schweden spielen mit Michael Appelgren, Jürgen Persson und Peter Karlsson, ihrem derzeit Besten. Er steht in der Weltrangliste auf Platz 8. Deutschland mit Steffen Fetzner, Richard Brause, dem Ersatzspieler, Peter Franz und Jörg Roskopf. Wie gesagt, die Bilanz spricht eigentlich für die Schweden, denn von den 4 letzten Begegnungen gewannen sie 3. Aber ich glaube, aufgrund der neuen Voraussetzungen, die eingetreten sind, seitdem Jan-Ove Waldner nicht dabei ist, können wir uns auf ein spannendes Spiel gefasst machen. Ich wünsche Ihnen dazu schon mal gute Unterhaltung. Etwa 3000 Zuschauer hier in der Europahalle in Karlsruhe, die das erste Spiel sehen zwischen Peter Franz links und Jürgen Persson. Und der Stand: im ersten Satz hat der Lübecker ganz klar mit 9 verloren. Dann ein Krimi im zweiten, 23:21 für Peter Franz. Und im Moment sieht es eher so aus, als ob der Schwede Jürgen Persson bei 18:12 den Satz und damit auch das Spiel für sich entscheiden könnte. Aufschlag Peter Franz. Der 22-Jährige, der jetzt energisch mit einer Vorhand einen Punkt erzielt. Um dann aber gleich wieder einen Ball im Netz unterzubringen. 19:13 für Jürgen Persson, den Weltranglisten 11., der noch 2 Punkte benötigt. Ja, das war ein relativ leichter Aufschlag von Peter Franz, den der Schwede sofort für sich nutzte. Damit Matchball für Jürgen Persson, der die Schweden mit 1:0 in Führung bringen könnte. Und Peter Franz bleibt nicht viel anderes übrig, als nur noch drauf zu halten, nur noch zu riskieren, die einzige Möglichkeit. Immerhin, 5 Punkte fehlen ihm noch zum Ausgleich, aber das hat man selten erlebt. Gibt es natürlich, klar, denn ein gewisser Druck liegt jetzt natürlich auch auf Jürgen Persson, der jetzt Aufschlag hat. Aber die Schweden nervenstark wie gewohnt. Jürgen Persson erzielt den ersten Punkt für die schwedische Mannschaft, bringt damit sein Team mit 1:0 in Führung. Hier noch einmal der entscheidende Ball aus einer anderen Perspektive und in der Zeitlupe. An die Schlägerkante ging der Ball. Damit also 1:0 für Schweden. Das Spitzenspiel heute zweifellos zwischen Jörg Roskopf, dem Europameister, vielfachen deutschen Meister und mit der Mannschaft ja Dritter bei den Weltmeisterschaften bei den vergangenen, zwischen ihm und Peter Karlsson. Das bedeutet, wenn man die Weltrangliste zu Rate zieht, die Nummer 8 hier im Bild gegen die Nummer 10. Aber es bedeutet auch aus der Sicht von Jörg Roskopf das Spiel gegen seinen absoluten Angstgegner. Denn erst einmal konnte er bislang gewinnen. Und ansonsten hat er 7-8 Mal gegen ihn verloren. Das sagt er mir vor dem Spiel. Er hat das selbst auch noch nicht so genau gezählt. Und eine weitere Überraschung. Er hat den ersten Satz, wir sind nämlich jetzt am Beginn des zweiten, mit 21:15 für sich entschieden. Und obwohl er diesen Punkt abgeben muss, sieht es so aus, als ob er sehr energisch hier auftreten möchte. 0-3. Allerdings ist es sehr, sehr schwer, gegen Peter Karlsson Punkte zu erzielen. Er gilt als der König der kleinen Punkte. Und seine Rückhand ist äußerst gefährlich. Deshalb kann das Rezept nur lauten, ihn auf der Vorhand anzuspielen. Aber das ist einfacher gesagt als getan, denn seine Aufschläge, die wir jetzt gleich sehen werden, sind meistens sehr lang.
Und das ermöglicht es dem Gegner kaum, ihn eben auf dieser Vorhand anzuspielen. Jörg Roskopf im Moment leicht zurück, 2:4. Peter Karlsson spielt in der Bundesliga bei Steinhagen und war im Doppel 1991 Weltmeister mit Thomas von Scheele, der eigentlich auch hier dabei sein sollte, aber ebenfalls aus Krankheitsgründen absagen musste. Jetzt Ausgleich, ein sehr schöner Ballwechsel. Knallhart die Rückhand von Jörg Roskopf, wie wir sie gewohnt sind. Er zeigt an, der Ball ging wohl an die Kante. Sehr schön ausgespielt. Und hier noch einmal der Ballwechsel zum 4:4. Peter Karlsson hat Aufschlag. Wieder ein langer Aufschlag. Jörg Roskopf spielt zuerst die Rückhand immer wieder an. Bleibt auf der Rückhand. Jetzt kommt der Ball zu hoch zurück, geht über die Platte und damit Punkt für Jörg Roskopf, der inzwischen 6:5 führt. Gut gedacht, aber doch zu viel Schnitt drin. Ja, und da ist er nicht mit sich zufrieden, wird aber jetzt von den Zuschauern angefeuert, die immer gleich merken, wenn der Faden kurz reißt. Ja, da haben Sie die Rückhand von Peter Karlsson gesehen, die ist unangenehm. Er ist auch äußerst kompromisslos, hat sehr harte Schläge. Aber hier kam Jörg Roskopf mit seiner Rückhand sehr gut durch. Slavko Čordaš, der Teamcoach, und rechts von ihm Klaus Schmittinger, der Bundestrainer der Herren. Ein äußerst erfolgreiches und eingespieltes Duo, das wir nun schon seit Jahren als Begleiter zu einer sich immer mehr steigernden deutschen Mannschaft sehen. Leichte Führung für Peter Karlsson. Und er hat Aufschlag. Und Sie sehen, der fackelt nicht lang. Sobald er seine Chance sieht, haut er drauf. Er ist sehr groß, kräftig, mit 1,89 Meter, eigentlich fast zu groß für einen Tischtennisspieler. Sehr athletisch. Aber im Tischtennis gibt es eigentlich keine Idealtypen. Sehen alle möglichen Ausformungen. Klein, groß, schlank. Es gibt durchaus auch etwas beleibtere Herren dabei. Aber das ist eher die Ausnahme. Ausgleich jetzt. Schade. Mal ein längerer Ballwechsel. Sieht man selten bei den beiden. Man belauert sich auf der Rückhand. Zu überhastet jetzt. Noch einmal der Ballwechsel zum 9:10. Und da werden Sie sehen, Jörg Roskopf hält Karlsson auf der Rückhand. Jetzt umläuft er sie. Und Jörg Roskopf spielt den Ball ins Netz. Aber im Moment immer noch Ausgleich, 10:10. Nach wie vor beste Chancen für Roskopf. Vielleicht zum zweiten Mal gegen Peter Karlsson zu gewinnen. 10:11. Wieder ein leichter Durchhänger vielleicht für den Bruce Springsteen-Fan. Das sieht manchmal nach leichten Fehlern aus, aber wenn Sie entdecken können, wie viel Drall in den Bällen manchmal drin ist. Hier zum Beispiel die Angabe ins Netz gespielt. Das sieht so leicht aus, aber da ist unglaublicher Unterschnitt dann in den Angaben, in dem Fall von Jörg Roskopf. Ja, er überrascht jetzt seinen Gegner häufiger. Das ist wahrscheinlich ein Rezept, neben der Taktik, ihn auf der Vorhand zu binden. Und überraschend viele
Punkte jetzt doch mit der Angabe. Ich weiß nicht, was er anders macht als sonst, Jörg Roskopf. Vielleicht hat er in seinem Repertoire doch den ein oder anderen Trick noch drin. Jetzt also Aufschlag Peter Karlsson, 13 zu 12 für Jörg Roskopf. Und man sieht es am Kopfschütteln des Schweden, er ist nicht mit sich zufrieden. Es läuft im Moment nicht so sehr. Vielleicht kommt das auch etwas unerwartet für ihn, dass Jörg Roskopf ihn doch häufiger auf der Rückhand auf seiner stärkeren Seite anspielt, als er das vermutet hat. Ein wunderbarer Ballwechsel zugunsten von Jörg Roskopf. Da hielt es auch Slatko Čordaš auf der Bank der Deutschen nicht aus, musste sich mit einem Schrei Luft machen. Das war vielleicht auch der schönste Ballwechsel in diesem Spiel bislang. Hier haben wir nochmal Slatko Čordaš, den Mann, der öfter aus sich rausgeht. Ein sehr zerhacktes Spiel, selten lange Ballwechsel so wie dieser zum 15 zu 13 für Jörg Roskopf. Diagonal, Rückhand des Schweden, Vorhand des Deutschen, jetzt Wechsel in die andere Diagonale. Leichte Ballonabwehr des Schweden und Roskopf bindet den Mann auf der Vorhand extrem weit hinaus und Punkt für Roskopf. Jetzt für den Schweden. Bei Aufschlag Roskopf. Und Karlsson ist im Moment der Bessere. Jetzt aber wieder die Aufschläge von Jörg Roskopf, mit dem er schon vorhin einige Punkte machen konnte. Sie sehen, es ist zerfahren. Es ist ganz schwer für Roskopf hier auch zu taktieren. So schnell läuft das Spiel ab. Jetzt hat er Glück mit diesem Kantenball. Und bleibt dran. Hier nochmal der Kantenball deutlich zu sehen. Versucht er, den Ball rüber zu stechen fast, aber der Ball geht ins Netz. 19 zu 17 Vorsprung jetzt für den Schweden. Verpasst den Tisch mit dieser hart und platziert geschlagenen Rückhand. Ja, das war ein Elfmeter. Roskopf konnte den Ball nach dem Aufschlag des Gegners sehr hoch zurückbringen und er hat keine Schwierigkeit, diesen Ball zu verwandeln. Damit jetzt Satzball für Peter Karlsson. Und er gewinnt diesen Satz, gestaltet das Spiel wieder offen, 1 zu 1 nach Sätzen. Nach diesem 21 zu 18 Sieg für den Weltranglisten 8. Peter Karlsson. Ja, und Sie sehen es, der zweite Satz, der verlorene, scheint Jörg Roskopf das Genick gebrochen zu haben, denn er liegt hier uneinholbar zurück, beziehungsweise der Schwede liegt uneinholbar vorne mit 20 zu 7. Es lief überhaupt nichts mehr zusammen bei Jörg Roskopf. Und Peter Karlsson gewinnt ganz klar diesen dritten entscheidenden Satz mit 21 zu 7, bleibt weiterhin Angstgegner von Jörg Roskopf, der ja erst einmal gegen ihn gewinnen konnte.
Peter Karlsson, der in Steinhagen spielt, also bringt sein Team in Führung mit 2:0. Hier auf der Grafik haben wir jetzt die Einzelergebnisse. Sie sehen, dass auch Steffen Fetzner gegen Michael Appelgren den kürzeren zog, auch in drei Sätzen. Nachdem er den zweiten klar mit 11 gewonnen hatte, hatte er dann doch im dritten keine Chance. Deshalb jetzt eine 3:0-Führung, also für die Schweden. Und das nächste Spiel hat eine gewisse vorentscheidende Bedeutung. Das Doppel Roskopf-Fetzner gegen Karlsson-Appelgren. Wird es den Deutschen gelingen, den Anschluss zu kriegen, oder wird das schon die endgültige Niederlage bedeuten? Sie sehen auch hier gleich nochmal den Modus. Drei Einzel, ein Doppel, nochmal drei Einzel. Also, wir sind mal gespannt, wie dieses Doppel ausgehen wird. Es keimt wieder ein bisschen Hoffnung auf, denn in besagten Doppel, in dem sich Roskopf-Fetzner und Appelgren-Karlsson gegenüberstehen, führen die beiden Deutschen, haben den ersten Satz gewonnen mit 21:16. Und im Moment steht es 10:9. Leichte Unstimmigkeiten, aber jetzt ausgeräumt. Also 10:9, und sie spielen ziemlich gut, sind natürlich wesentlich eingespielter als die Gegner, denn deren Doppel sind ja zerrissen worden. Michael Appelgren spielt ja normalerweise mit Jan-Ove Waldner und Peter Karlsson mit Thomas von Schede, mit dem er ja auch Weltmeister 1991 geworden ist, überraschend. Während Roskopf-Fetzner ja ein seit Jahren eingespieltes Team sind, spätestens untermauert durch den Weltmeistertitelgewinn im Doppel 1989 in Dortmund. Sie erinnern sich bestimmt noch an die Dramatik, die hier ein bisschen fehlt, auch wenn es knapp zugeht, 12:10 jetzt. Hauptsächlich kurze Ballwechsel kennzeichnen das Geschehen. Die Zuschauer jetzt wieder etwas mehr dabei. Michael Appelgren, der Routinier mit 31 Jahren, der Linkshänder, während Peter Karlsson Rechtshänder ist. Das ist ja immer gut bei Doppeln, wenn einer Rechts- und einer Linkshänder ist. In diesem Duo stimmt das ebenfalls. Hier kurz angezeigt, welche Art der Angabe Steffen Fetzner spielen wird. Die Zeitlupe zum 13:10 zeigt kurz über das Netz gespielte Bälle. Dann eröffnet eine Partei und hat meistens auch einen Vorteil daraus. So geschehen jetzt gerade bei Jörg Roskopf. Hier wurde Steffen Fetzner auf dem falschen Fuß überrascht und jetzt wieder aufmunternder Beifall des Karlsruher Publikums. Ein schöner Ballwechsel. Und hier sehen wir Steffen Fetzners Lebensgefährtin Belinda, mit der er seit kurzem eine Tochter hat. Isabelle wurde am 13. November geboren. Steffen Fetzner wechselt ja nach Berlin zu Hertha 06, zu dem Verein, bei dem er auch Jürgen Persson bereits spielt. Eine Viertelmillion Gage soll es sein, mindestens. Aber er sagt, nicht nur des Geldes wegen wird er dorthin gehen, sondern er findet dort hervorragende Bedingungen vor. Sein Doppelpartner, Jörg Roskopf, versteht es nicht ganz, akzeptiert es aber. Welchen Einfluss das auf die weitere Gestaltung ihrer Doppelzukunft haben wird, bleibt abzuwarten. 17:13, ein relativ klarer Vorsprung, den sie eigentlich nach Hause schaukeln müssten. Und dann würde es schon etwas angenehmer aussehen, das Ergebnis mit 1:3. Dann stehen ja noch mindestens drei Einzel aus. Soweit könnte es theoretisch kommen. Michael Appelgren, Weltranglisten 25. Der alte Hase, auch nicht mehr ganz so schnell auf den Beinen, aber immer noch ein wertvoller Spieler in der schwedischen Mannschaft. Er hat ja mal 6 Jahre lang in Reutlingen gespielt, ist also in Deutschland kein Unbekannter.
der Mann mit den einstmals vielleicht schnellsten Beinen der Welt. Pech jetzt für die Deutschen und 17 zu 15 nur noch. Zu Hause ist dieses Spiel also wahrlich noch nicht. Ja, der Versuch des Peter Carlsson mit einem gestochenen Ball misslingt. Fast ein Kopftreffer. Ja, und jetzt also Matchball für die beiden Deutschen. Und damit eine viel zitierte kosmetische Ergebnisveränderung. Da ist es soweit. Also 2 zu 0 gewinnen die beiden. Das eigentlich spielte deutsche Doppel gegen die Notlösung der Schweden. Und damit sieht es schon wieder etwas freundlicher aus, nämlich nur noch 1 zu 3. Die entscheidende Phase im ersten Satz zwischen Jürgen Persson beim Aufschlag und Die entscheidende Phase im ersten Satz im Spiel zwischen Jürgen Persson links und Jörg Roskopf, der jetzt Aufschlag hat und 21 zu 20 führt. Energische Gegenwehr hier von Jürgen Persson. Das Spiel total verteilt, hauptsächlich vom Aufschlag geprägt. Derjenige, der Aufschlag hatte, hatte meist auch einen Vorteil. Das war ganz deutlich zu spüren. Mal sehen, ob es in dieser Verlängerung so weitergeht. Missglückter Aufschlag von Jürgen Persson. Aber Jörg Roskopf kann ein Kapital draus schlagen. Seinerseits jetzt wieder Aufschlag in der Verlängerung wechselt. Der Aufschlag bei jedem Punkt. Und auch ihm gelingt es, seinen Aufschlag durchzubringen, wenn man das mal so formulieren darf. Und jetzt geht das Publikum natürlich mit. Jörg Roskopf hier einer der Spieler, der auch bei diesen engen Spielständen noch was riskiert. Bei den Schweden ist das ja normal. Also wieder hat der Aufschläger Erfolg. Der Roskopf rennt jetzt der Punktedifferenz hinterher. Und da ist es soweit. Er verliert also mit 22 zu 24 diesen ersten Satz. Eine Vorentscheidung. Und auch im zweiten Satz bleibt es spannend, während wir hier Peter Franz nach getaner Arbeit sehen. Das heißt, er könnte theoretisch noch ein Spiel haben. Im Moment führt aber Jürgen Persson gegen Jörg Roskopf zwar nur noch mit einem Punkt Vorsprung, aber Jürgen Persson kann hier alles klar machen, kann den entscheidenden Punkt für die Schweden sichern, wenn er diesen Satz gewinnt. Tja, ein Aufschlagfehler. Nein, das war ein Netz. Dennoch zeigt es, dass Jörg Roskopf nicht ganz auf der Höhe ist, nicht ganz in der Form, in der wir ihn kennen. Wenngleich Jürgen Persson natürlich ein äußerst schwieriger Gegner ist, gegen den er nur sehr selten gewann. Und jetzt ein komfortabler 5-Punkte-Vorsprung für Jürgen Persson, der jetzt auch gleich Aufschlag haben wird. Und der Aufschlag des Schweden ist sehr gefährlich. Mit dem kam Jörg Roskopf in der Vergangenheit nicht sonderlich gut zurecht.
hat jetzt Glück, dass der Ball vorher das Netz berührte und dann ins Aus ging. Ich habe mich getäuscht, 16 zu 10 jetzt sogar. Also war der Ball noch dran und jetzt aber ein Netzfehler und deshalb 16 zu 11. Der Schwede ist äußerst stark im mentalen Bereich, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Wirkt manchmal wie eine Krake, holt die unmöglichsten Bälle noch heraus. Hat eine der härtesten Rückhände, die auf der Welt gespielt werden. Aber seine Vorhand ist auch nicht ohne, wie Sie feststellen konnten. 17 zu 12 jetzt. Ja, jetzt muss Jörg Roskopf sich etwas einfallen lassen, hat Aufschlag, während wir hier nochmal die Zeitlupe zum 12-17 sehen. Weit ausholende Vorhandbewegung. Jetzt sogar nur noch zwei Punkte, die den Schweden zum Matchgewinn fehlen und damit die Sache klar machen würden. Nur noch ein Punkt. Schade. Jörg Roskopf, den wir sonst auch als Kämpfer kennen, wirkt hier nicht sonderlich motiviert. Damit also das Aus für die Deutschen. Schweden gewinnt das erste Halbfinale in der Superdivision der Europa-Liga mit 4 zu 1 hier in Karlsruhe. Legt damit natürlich einen äußerst guten Grundstein für das zweite Halbfinale, das am 15.02., also am 15. Februar des nächsten Jahres in Schweden stattfinden wird. Ja, Jürgen, ich weiß nicht, ob ihr euch das so leicht vorgestellt habt. Nein, das haben wir nicht. Zum Glück hatten wir diesen guten Anfang bekommen. Mit den ersten drei Spielen hatten wir alle in drei im dritten Satz gewonnen. Das war sehr wichtig für uns. Ja, woran lag es denn so im Einzelnen? Jetzt zum Beispiel bei deinem Spiel gegen Jörg Roskopf. Ich glaube, wenn es steht 3-1 für uns, ja, dann habe ich diesen Vorteil. Ich kann locker spielen. Ja. Er hat den Druck, er muss gewinnen. Ja. Sonst ist das Spiel zu Ende. Ja. Und ich habe auch ein bisschen locker als ihn gespielt. Er hat viele einfache Fehler gemacht, Rossi. Ja. Das habe ich genutzt direkt. Ja, Jörg, war das jetzt schon sowas wie eine Entscheidung? Ja gut, sicherlich. In Schweden ist es immer sehr schwierig zu gewinnen. Aber für uns ist es eigentlich nur positiv. Wir wollen vor den Aromas schaffen, eigentlich ziemlich viel gegen die Schweden spielen. Und ich glaube schon, dass wir in Schweden auch mit der besten Mannschaft dann antreten werden. Was hat euch so gehemmt? Denn irgendwie diesen Eindruck hatte ich. Ja gut, ich kann ja nur für mich sprechen. Also ich habe heute sehr unkonzentriert gespielt und auch die Einstellung hat vielleicht ein bisschen gefehlt bei mir heute. Und gegen Schweden muss man natürlich eine Top-Einstellung haben. Und die Trainingsleistungen waren eigentlich sehr, sehr gut gewesen bei mir. Nur dessen Spiel umzusetzen, ist immer eine sehr schwierige Sache. Und ich hoffe auf die Zukunft und ich bin eigentlich sehr optimistisch auch. Vielleicht gelingt es euch ja wieder, das Blatt umzudrehen. Das haben wir ja im Europapokal schon mal gesehen. So, meine Damen und Herren, das war's von hier, von Karlsruhe. Zur Prunksitzung der diesjährigen Tischtennissession gab es in Düsseldorf heute ein ausverkauftes Haus und eine Jeckelstimmung für die allerdings mehrheitlich die mit angereisten belgischen Fans. Als erster musste Jörg Roskopf in die Bütt. Dort kam es zum Wiedersehen mit einem alten Freund, Thierry Cabrera, vor zwei Jahren noch Mr. Europacup der Borussia. Der Europameister aber, er spielte stark, brachte den Titelverteidiger durch einen Zweisatzsieg mit 1 zu 0 in Führung. Den schönsten Ballwechsel nochmal in der Zeit. Anschließend unterlag Steffen Fetzner, gehandicapt durch einen Schleimbeutel im Knie. Jean-Michel Seif holte aber immerhin einen Satz. Der blieb in der folgenden Partie Peter Korbel im Match gegen Zoran Primorac verwehrt. Der Tscheche traf keinen Ball. Die Belgier führten nach anderthalb Stunden mit 2 zu 1. So standen Jörg Roskopf und Steffen Fetzner im folgenden Doppel schon mächtig unter Druck. Und mit Jean-Michel Seif und Zoran Primorac hatten sie zudem ein Weltklasse-Doppel zum Gegner. Derartige Ballwechsel boten die vier Akteure den gut 1500 Besuchern immer wieder. Nach verlorenem ersten Satz steigerten sich die ehemaligen Weltmeister. Jetzt harmonierten sie besser, überzeugten taktisch und auch spielerisch.
gut geöffnet von Jörg Rauskopf und dann die Vorhandpeitsche von Steffen Fetzner, die den Punkt macht. Anfeuerung auf der Düsseldorfer Bank, ganz links Mario Amesic, der Chefcoach. Und sie setzten nach, übernahmen das Kommando und sorgten für viel Druck. Dieser Vorhand von Jörg Rauskopf beschert dann reichlich Matchbälle. Mit dieser eindrucksvollen Vorstellung glichen Rauskopf und Fetzner zum 2 beide aus. Die Partie war wieder völlig offen. Noch einmal der Matchball in der verlangsamten Wiederholung. Und der Jubel der beiden Lichtgestalten des deutschen Tischtennissports. Und dies hier ist die der Belgier Jean-Michel Seef, Zweiter der letzten WM, Dritter der Weltrangliste und Sieger des letzten Top-12-Turniers in Europa. Letztes Wochenende in Belgien. Pardon, in Italien. Das Spitzeneinzel ist aufgerufen gegen unseren Ranglisten-Ersten Jörg Rauskopf, bei dem die Formkurve nach zahllosen Verletzungen wieder nach oben zeigt. Aber der Linkshänder hatte den ersten Satz zwar gewonnen, den zweiten dann aber zu 16 gegen einen sich hochpuschenden Safe verloren. Und auch im dritten Durchgang diktierte der Belgier die Ballwechsel. Auch im Tischtennis bekommt ja er das Aufschlag-Rückschlag-Spiel eine immer größer werdende Bedeutung. Und insbesondere hier hatte Jean-Mi, wie ihn seine Fans rufen, eindeutige Vorteile. Der Rauskopf wirkte in der Schlussphase leer und ausgepowert. Am Ende gewann Safe deutlich mit 21:14. Es war mehr als nur eine Vorentscheidung zugunsten von Charles Leroy gefallen. Gegen einen in Topform aufspielenden Zoran Primorac gab Steffen Fetzner alles, verlor aber dennoch in 2 Sätzen. Damit gewinnt Charles Leroy mit 4:2 dieses Hinspiel um den Europapokal der Landesmeister und verschafft sich eine optimale Ausgangsposition für das Rückspiel in 12 Tagen. Aber die Borussia ist noch nicht geschlagen. Mit unserem Bild des Karnevalfreitags aus Düsseldorf zurück nach Dresden. Wilfried Mohrenbeck. Ja, danke. Hameln, ca. 60.000 Einwohner groß, liegt an der Weser, gehört zu Niedersachsen und wird leichthin als die Rattenfängerstadt bezeichnet. Was gebt ihr mir, wenn ich noch heute am Tage euch und die Stadt befreie von der Rattenklage? Was zahlt ihr mir für einen Lohn? 100 Dukaten zahlen wir dir gern, mein Sohn. Die Großen des Tischtennis waren nach Hameln gekommen, um Mäuse zu fangen, also Preisgeld. Weltmeister Jean-Philippe Gatien aus Frankreich. Allerdings ist er bereits gestern in den Gruppenspielen ausgeschieden. Jean-Michel Seef aus Belgien, Europameister und zurzeit Erster der Weltrangliste. Dann Jan-Ove Waldner, das Tischtennis-Genie aus Schweden. Weltmeister war er schon und der erste Olympiasieger. Und schließlich Jürgen Persson, Weltmeister von 1991, auch er aus Schweden. Alle, die das Welttischtennis der letzten 5, 6 Jahre bestimmt haben. Auch Jörg Rosskopf, der Europameister von 92 und sein Gegner hier im Viertelfinale, der Pole Andrzej Gruba, seit 15 Jahren in Europa- und Weltranglisten immer ziemlich weit vorne. Wir steigen ein in den dritten Satz. Gruba hat die beiden Ersten gewonnen. Sehr oft ließ der äußerst erfahrene, der 36-jährige Pole, den 11 Jahre jüngeren Deutschen zum Schuss kommen. Rosskopf ist ja gefürchtet durch äußerst harte, knallharte Rückhand- und Vorhandschläge. Und Gruber zermürbte ihn in den beiden ersten Sätzen. Vor allem durch kurze Bälle ließ ihn selten zum Schlagen kommen. Aber man weiß, Rosskopf kann kämpfen. Das Spiel geht über 3 Gewinnsätze.
Und Roßkopf muss diesen Satz zu seinen Gunsten entscheiden, will er im Spiel bleiben. Das ist die Art des Spiels, die Roßkopf liebt. Dicht am Tisch, den Gegner jagen und möglichst hart abschließen. Die beiden kennen sich aus sehr, sehr vielen Begegnungen. Zuletzt unterlag Roßkopf in der Bundesliga. Das ist noch gar nicht lange her, aber zuvor, die letzten ein, zwei Jahre, hat er ihn immer besiegt. Dieses Match begann heute Vormittag um 10 Uhr und da waren schon gut 2000 Zuschauer in der Halle. Wieder feuerten sie den Düsseldorfer an, aber Gruber lässt sich natürlich nicht aus der Konzentration bringen. Netzaufschlag, Wiederholung. Solche Schläge braucht er. Das wirkt oft befreiend. Seine Stellung zum Ball in diesem Augenblick nicht lehrbuchhaft, aber er hat auch sehr viel Ballgefühl, Jörg Roßkopf. Und er sucht immer möglichst schnell durch einen harten Schlag die Entscheidung. Jetzt 15 zu 15 in diesem dritten Satz. Seit gut 10 Jahren kennt die Bundesliga den Mann aus Danzig. Er ist überall sehr beliebt, ist einer der technisch feinsten Spieler der Welt, sehr leichtfüßig auch. Gestern Abend, da war Gruber schon so gut wie ausgeschieden. Er lag gegen den Doppelpartner von Jörg Roßkopf, Steffen Fetzner, mit 18 zu 20 zurück im fünften Satz. Tja, da hat er Glück. Wir sehen tief konzentriert Andrzej Gruber. Spezialität von ihm. Ebenso wie von Jan-Uwe Waldner, den Gegner auf den falschen Fuß stellen. Das gelingt ihm heute gegen Roßkopf ziemlich oft. 19 zu 16 für Gruber. An guten Tagen trifft Roßkopf solche Bälle ziemlich zuverlässig. Jetzt Matchbälle für Gruber. Der erste sitzt. Jörg Roßkopf ausgeschieden im Viertelfinale. Der Titelverteidiger draußen und Andrzej Gruber trifft nun im Halbfinale auf den Weltranglistenersten Jean-Michel Saif. Was immer wieder auffällt, ist diese leichte, beschwingte Art des Tischtennisspielens, wie Gruber, wie vielleicht noch Waldner sie betreiben. Glatter Sieg für den Polen. Sind Sie ein Morgenmuffel? Eigentlich nicht. Eigentlich spiele ich ganz gute Morgens, aber heute habe ich natürlich extrem schlecht gespielt. Habe mich ziemlich schlecht bewegt und es sah so aus, als wäre ich nicht aus den Startlöchern rausgekommen. Ja. Sind Sie mit seinen kurzen Bällen nicht klargekommen? Ja gut, ich bin eigentlich generell mit dem kompletten Spiel heute gar nicht zurechtgekommen. Normalerweise spiele ich ziemlich gerne gegen ihn. Aber heute hatte ich doch etwas Probleme gehabt, speziell auch, weil ich eine große Schwäche in meiner besten Seite eigentlich hatte in der Rückhand, wo ich ziemlich viele Fehler gemacht habe. Und das hat er natürlich ziemlich konsequent dann ausgenutzt. Ja. Klare, selbstkritische Analyse des deutschen Weltklassespielers. Und jetzt das Halbfinale. Jean-Michel Saif. Erster der Weltrangliste gegen Andrzej Gruber. Und wir sehen, Saif führt mit 2 zu 1 Sätzen. Ja.
keine Show-Einlage war das. Das war Wettkampftischtennis. Aus der Situation geboren, zwei Artisten, zwei Ballkünstler. Der große Kämpfer Saev gegen den feinen, technisch perfekten Andrzej Grubba. Hier mit dem Rücken zur Kamera. Denn dieser Ballwechsel war am Anfang des Satzes. Show-Einlagen bieten diese Leute des öfteren Mal beim Stand von 2010 oder so, um dem Publikum noch ein kleines Abschlussgeschenk zu machen. In der Zeitlupe sieht das so mühelos aus, aber Saev schlägt ungeheuer hart auf den Ball und Grubba ist sehr, sehr schnell auf den Beinen. Und hier hat Saev keine Chance mehr zur Reaktion. Dies ist jetzt gegen Ende des vierten Satzes. Saev führt ganz klar mit 10 Punkten Vorsprung. Und dies ist eine Show-Einlage. Schließlich deutlicher 3:1 Satzsieg des Belgiers, der damit das Finale erreicht hat. Sein Gegner im Endspiel, Peter Karlsson aus Schweden, ein 25-Jähriger aus Falkenberg, der bis Ende letzter Saison noch in Steinhagen in der Bundesliga spielte. Achter der Weltrangliste. Wir sind im ersten Satz. Saev und Karlsson gelten als die beiden ganz großen Kämpfer der internationalen Tischtennisszene. 11:7 für Saev, der auch aufschlägt. Inzwischen sind wir ein klein bisschen weiter. Beide gelten als nimmermüde Kämpfer, die keinen Ball verloren geben. Saev in den letzten Jahren deutlich technisch verbessert. Ihm drohte ja die Bezeichnung ewiger Zweiter. Er war bei vielen großen Turnieren und Meisterschaften in Endspielen, hatte aber nie zuvor gewonnen, bis er vergangenes Jahr dann endlich Europameister wurde. Sehr gutes, spannendes Tischtennis. Beiden sieht man am Gesicht an, der Trainer von Saev, ein Chinese. Beiden sieht man am Gesicht an, dass sie tief konzentriert sind. Sie lassen sich durch Publikum oder Einflüsse rund um den Tisch herum überhaupt nicht beeindruckt. 15, 16. Kantenball zugunsten von Karlsson und Saev hat dies sofort den Schiedsrichtern angezeigt, die sogar schon den Punkt für den Belgier geben wollten. Und diese faire Tat wird belohnt durch einen weiteren Kantenball für Karlsson. ...17:15 jetzt für den Schweden. Nein. Ein äußerst energischer, ungewöhnlich konsequent spielender Mann, dieser Belgier. Saev ist 24 Jahre alt, in Lüttich geboren, spielt seit Jahren für Charleroi, gewann mit diesem Club schon Europapokale, der schwedische Trainer. Und neuerdings, seit Saisonbeginn, spielt auch Karlsson in Belgien beim schärfsten Konkurrent von Charleroi, nämlich Manage.
Karlsson hat im Halbfinale seinen Landsmann Jan-Ove Waldner mit 3:1 besiegt. Den Sieg von Säf gegen Grubber haben wir gesehen. Zwei Satzbälle jetzt für Säf, den Weltranglisten-Ersten, gegen Karlsson, den Achten der Weltrangliste. Mit 1,89 ein sehr großer Athlet im Tischtennis. Was auffällt, ist, dass Säf so seit 2 Jahren etwa auch eine Rückhand besitzt. Das war früher nur eine rein defensive Schlägerseite. Ja. 20:20, 2 Satzbälle für den Weltranglisten-Ersten. Er konnte sie nicht nutzen. Gut 2000 Zuschauer heute Nachmittag in der Rattenfängerhalle. Und sie waren begeistert von diesem Finale. Dritter Satzball jetzt für Säf. Die Reaktionen von Säf, der dann aber dennoch den Punkt abgeben musste. Hier wurde eigentlich auf dem falschen Fuß erwischt, aber er ist auch äußerst schnell, hat sein Ballgefühl, seine Technik Jahr für Jahr verbessert. Und jetzt der erste Satzball für den Schweden. Diese Entladungen von Säf, die kennt man seit Jahren. Anfangs belächelt, aber inzwischen ist er von allen hochgeachtet. Ein Vorbild in vielerlei Hinsicht inzwischen. Karlsson kann 2 Satzbälle nicht nutzen. Aufschlag, Wechsel wieder. Säf serviert. Um ihn hatte sich vor allem der Bundesligist Jülich bemüht, jahrelang, aber er blieb in Belgien. War von der D-Mark offensichtlich nicht zu locken. Der 4. Satzball des Belgiers bringt die Entscheidung in diesem Satz. 25:23, ein hervorragender 1. Satz, hart umkämpft. Die Frage war, wie kann Karlsson diesen knappen Satzverlust nach großem Kampf wegstecken? Wir sehen, wie weit sich Säf vom Tisch entfernt und dennoch, er bleibt immer im Spiel. Der Deutsche Tischtennisbund hat einen neuen Präsidenten. Er heißt Walter Gründahl. Seit einem Vierteljahr hat er diese Position inne. Der Nachfolger von Hans-Wilhelm Gaeb. So, 2. Satz. Wir steigen ein beim Stand von 8:2 für Säf. Punkt
für Karlsson. Aber Säf wurde jetzt immer sicherer. War nur noch ganz, ganz selten zu überraschen. Wusste auf alles eine Antwort, war jederzeit Herr der Lage. Das ist nicht nur Athletik und unbändiger Kampfgeist, sondern inzwischen auch ausgefeilte, brillante Technik und ganz, ganz feines Ballgefühl. Und Karlsson vom Publikum unterstützt. Man hoffte natürlich auf ein großes, möglichst lange dauerndes Finale. Zehn zu fünf im zweiten Satz für den Belgier. Und es schien immer wieder, als könne Karlsson herankommen, aber jetzt sind wir bereits ziemlich am Ende dieses zweiten Satzes und der Weltranglistenerste führt mit 19 zu 16. Beide laufen viel, sind schnell, haben große Reichweiten. Auch Säf gehört zu den relativ großen Spielern im Tischtennis, ist sicher auch über 1,80. Ja. 21 zu 16, dieser zweite Satz. Nicht so gut, nicht so hart umkämpft wie der erste. Und Säf führt mit 2 zu 0 Sätzen. Hier wird über drei Gewinnsätze gespielt und jetzt befinden wir uns bereits im dritten Satz. Und ganz, ganz deutlich führt der Belgier. 13 zu 3. Eine Demonstration der Überlegenheit. Und ich kann es ruhig vorwegnehmen, wir zeigen nur noch wenige Ballwechsel, dass der Belgier am heutigen Tage unschlagbar war, selbst für den erstklassigen Schweden Peter Karlsson. 17 zu 6, das ist sehr deutlich. 18 zu 6 von Karlsson, wir sehen es ihm an im Gesicht. Resigniert bereits. Es ist einfach nichts zu machen gegen diesen Mann heute, der seine Position als Nummer 1 der Welt ganz klar bestätigt. Mit 21 zu 7 den dritten Satz gewinnt. Er erhält den Siegerscheck von 40.000 Mark. Und mit diesem Bild des Siegers zurück nach Mainz zu Magdalena Müller. Und wir gehen hinaus aus der Halle aufs Mittelmeer. Erst nach 15 Minuten etwa werde ich Ihnen das Endergebnis verraten. Zuvor aber, liebe Zuschauer, zeigen wir Ihnen erstklassiges Tischtennis. Denn hier in Aschaffenburg spielen Athleten, die in der Weltrangliste ganz weit vorne zu finden sind. Zum Beispiel der Schwede Peter Karlsson hier im Hintergrund im blauen Trikot. Er spielt gegen den Lübecker Peter Franz. Karlsson, Achter der Weltrangliste, Franz die Nummer 44. Ganz klar, wer da deutlicher Favorit ist. Aber Franz hat den ersten Satz mit 21 zu 18 gewonnen. Jetzt führt der Schwede mit 10 zu 8. Karlsson, ein sehr großgewachsener Mann, 1,88. Für einen Tischtennisspieler ist das sehr viel, sehr athletisch.
Er schlägt sehr sicher, sehr hart, nicht unbedingt ein Künstler am Tisch, aber äußerst zuverlässig. Er hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert, zählt jetzt zu den wirklich 10 Spitzenleuten auf der Welt. Führungswechsel jetzt, Franz mit 11-10 in Führung. Peter Franz, der Linkshänder aus Lübeck, ist schwach in diese Saison gestartet. In der Bundesliga musste er eine Serie von Niederlagen hinnehmen. Auch sein internationaler Auftritt beim European Masters in Hameln war nicht zufriedenstellend. Aber in den letzten Wochen, da zeigte er dann doch deutliche Verbesserungen. Und beweist bisher auch in diesem Match seine deutlich ansteigende Formkurve.